Ja, herzlich willkommen, guten Morgen hier aus Hannover, live von der Interschutz 2022 zur Mission Safety Digital. Das ist jetzt die 13. Ausgabe. Ja, 13 Ausgaben haben wir jetzt schon fast geschafft. Bis heute Nachmittag 16 Uhr werden wir noch zwei weitere drehen. Das Timetable seht ihr im Hintergrund. Ein paar spannende Themen kommen noch. Bevor ich aber auf unser heutiges Tagesthema komme, ganz kurze Info. Der Stream, den ihr jetzt sehen werdet, den könnt ihr gleich im Anschluss, naja, ein bisschen brauchen wir, bis das gerendert ist, im Internet dann euch direkt ansehen. Dann würden wir uns freuen, wenn ihr die Einladung bzw. die Informationen weiterleitet, dass auch andere von diesem Stream partizipieren können. Ja, im Prinzip habe ich fast alles gesagt. Stellt eure Fragen, wenn ihr Fragen im Chat habt. Und das Format war ja so, jeden Morgen um 10.30 Uhr habe ich mich mit Nele getroffen. Das werde ich heute Morgen auch tun. Nele hat auch wieder einen Gast mitgebracht, da komme ich aber gleich zu. Aber bevor wir das tun, werden wir uns jetzt mal in der Voxer-Umfrage an euch richten. Wir wollen wissen, ob ihr das Safety Car kennt. Um das geht es nämlich heute. Also nutzt den QR-Code mit eurem Smartphone oder auf eurem Bildschirm auf der linken Seite, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, könnt ihr direkt die Antworten reinklicken. Uns würde interessieren, ob das Safety Car euch bekannt ist. Wir warten noch eine Sekunde. Nele ist, glaube ich, schon bereit. Und dann würde ich sagen, ich glaube, wir gehen jetzt ganz langsam mal in unsere Frühstücksecke. Guten Morgen, Nele. Moin Werner, danke, dass ich wieder hier bin. Das ist der sechste Tag jetzt. Ja. Wir sind die ganze Woche schon jeden Morgen hier verabredet zum Social Media Update. Du hast einen Gast mitgebracht. Ja, heute habe ich einen Gast mal wieder mitgebracht tatsächlich. Du bringst immer Gäste ein mit. Bekanntes Gesicht. Und zwar habe ich heute den Timo mitgebracht. Das ist ja unsere letzte Guten Morgen-Session, sage ich mal. Und du hast ja am Montag das auch mit uns eröffnet. Genau. Und jetzt schließen wir das quasi auch wieder mit dir. Eine Ehre und ein Vergnügen. Wie geht's dir denn heute so am letzten Tag? Ehrliche Meinung oder Corporate-Antwort? Ehrliche Meinung. Also sechs Tage Messe ist wirklich absoluter Wahnsinn. Zerrt auch an mir, obwohl ich ja schon relativ messeerfahren bin. Mhm. Letzten Tag nochmal alles raushauen und dann habe ich aber auch mein Wochenende verdient, würde ich sagen. Ja. Absolut. Also da muss man erst... Ja, natürlich auch. Danke. Du hast uns heute auch was mitgebracht, und zwar das Social Media Highlight. Wir hatten im Vorhinein uns schon mal ein bisschen abgestimmt und du meintest, Mensch, mein Highlight war jetzt Folgendes. Erzähl doch mal, was sehen wir denn da gerade? Genau, da seht ihr ein TikTok-Video von uns im Hintergrund. Das stand dort, noch gar nicht so viral gegangen ist, wie es aktuell der Fall ist. Wir haben gerade zwei Minuten vor Livebank nochmal geguckt. Wir sind bei 7,8 Millionen Aufrufe dieses Videos. Wahnsinn. Unfassbar. Unser Hashtag hat, also das Hashtag Interschutz hat über 10 Millionen Ausspielungen. Das ist für uns der Ritterschlag. Also mehr geht nicht. Ich bin auch nicht so im TikTok-Game. Vielleicht bin ich auch schon zu alt für den Kanal. Aber das ist, also diese Zahlen, die haben uns bis zum Vorstand wurden über uns hochkommuniziert, weil das sind ja Sphären. Das ja, hätten wir uns gewünscht, aber nicht erträumt, wenn man das so sagen darf. Ja, sowas kann man ja auch mal nicht planen. Ne? Definitiv nicht. Aber wahnsinnig gut. Also wirklich richtig, richtig cool. Es hat uns auch gefreut. Alle zwei Minuten hat jemand geguckt und es ist wieder eine Million dazu. Ja. Das ist wirklich ein schönes Gefühl. Immens. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, finde ich, wie viele das Leute ist ganz TikTok-Deutschland. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist krass. Ja, machen wir ein Stück weiter. Irre, wir werden ja auch heute Nachmittag nochmal über die gesamte Messe schauen, wie die so letztendlich gelaufen ist. Die Frage, die du Timo gestellt hast, die möchte ich dir aber auch stellen. Ich sehe dich hier nur rumflitzen die ganze Woche. Wir treffen uns in anderen Hallen zufälligerweise wieder. Nele, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut, aber tatsächlich auch relativ platt. Also den Umständen entsprechend gut. Ich kann das gar nicht fassen, dass die Zeit jetzt vorbei ist. Also es ging so, so schnell vorbei irgendwie und auch die ganze Vorplanung und so. Da steckt ja so massiv viel hinter. Aber ich bin super froh mit dem Messeauftritt. Das läuft alles super und es ist halt auch schön, die Kollegen jetzt vor Ort zu sehen, aber auch was für eine Community überhaupt dahinter steckt. Also wie viele, wie du das gerade gesagt hast, 7,2 Millionen, wahnsinnig viele Leute einfach. Ne? Jetzt habe ich ja durch die Vorbereitung dieser Moderation, wir haben ja 15 Sessions, das ist ja schon eine Menge Arbeit, bis man das alles zusammen hat, war ich ja in euren Teams immer dabei und durfte so ein bisschen reinhören.
Und das war ja schon mit Fragezeichen am Anfang verbunden. Ja. Funktioniert A, die Messe selber? Timo, wir haben mit Dr. Köckler hier auch zusammen diskutiert. Oder Herr Dreger war ja auch dabei. Das war das eine. Funktioniert ein Online-Format, wie wir es jetzt hier gerade gestalten? Das war die Frage. Und vor allem, funktionieren die sozialen Medien in der Form mit dem Weitergeben? Ich weiß noch, dass du viele Fragezeichen da hast. Wie ist denn das heute? Was hat dich überrascht? Ja, also was mich definitiv überrascht hat, ist, dass das so... Ich will jetzt nicht sagen Selbstläufer, das wäre irgendwie abwertend, aber es ist immens, was alles gepostet wird in der Community, wo man überall verlinkt wird, wo man sich dann am nächsten Tag wiederfindet irgendwie. Das finde ich ist immer sehr, sehr spannend. Das Lob muss ich auch nochmal ganz kurz weitergeben. Also unsere Community ist der absolute Wahnsinn. Ja. Also unter diesem TikTok-Video, von dem ich gerade sprach, und unter vielen anderen Postings sind auch Fragen aufgekommen. Die hat sich die Community selbst beantwortet. Also das ist grandiose Community. Ihr seid die Besten, mit Abstand. Genau, und die gucken wir uns nämlich jetzt gleich mal an. Für euch, wir werden jetzt in wenigen Minuten direkt unten zum Nordeingang zu unserem Safety Car schalten. Wir haben ja hier so ein In-Ear, wir kriegen immer mit, was dahinter schon läuft. Die sind schon ganz gespannt und wollen auf Sendung gehen. Bevor wir das aber tun, lösen wir doch mal die Boxer-Umfrage einmal aus. Wie das Safety Car denn bekannt ist, ob man das kennt. Jetzt haben wir da die Auswertung gerade liegen. Nele, magst du das mal kommentieren? Ja, sehr gerne. Ich gucke einmal kurz das Ergebnis an. Also finde ich ganz spannend, dass auch viele gesagt haben, dass sie das Safety Car schon mal gesehen haben. Das spricht ja schon mal dafür, dass es sehr eindrucksvoll ist. Und das war ja auch immer, zum Beispiel bei der Redmobil, da waren wir ja auch. Ja, ja. Also dass man das Auto schon mal kennt, das freut mich total. Und wenn da noch Fragezeichen zu sind, ich glaube, die können wir gleich auflösen, Werner. Die werden die auflösen. Ja, im Prinzip würde ich jetzt erstmal euch beiden... ein großes Dankeschön, dass ihr heute Morgen hergekommen seid. Ich weiß, ihr beiden, ihr seid die Renner in der Halle hier oder in den Hallen. Euch sieht man wirklich überall. Ist ja auch wichtig, ihr müsst da sein, wo die spannenden Themen letztendlich existieren. Wir werden jetzt zu einem Nordeingang zu Kim schalten. Dort ist das Safety Car und ich kann euch jetzt schon versprechen, da ist richtig viel los. Da sind ganz viele Menschen, die auf diese Messe wollen und euch sehen wir gleich nochmal wieder. Runter zu Kim. Guten Morgen auch ans Team dort. Was hast du uns mitgebracht? Ja, guten Morgen Werner, guten Morgen Nele und guten Morgen Timo und guten Morgen an alle, die gerade zuschauen. Es ist wirklich Wahnsinn, was hier heute Morgen schon los war. Also wir haben den Morgen hier erlebt und die Leute sind in Scharen hier reingelaufen, wollten ganz viel Popcorn haben, wollten Brillen von uns haben und es war einfach ein super Bild und wir freuen uns einfach, dass hier so viel los ist. Und du hast es schon gesagt, ich habe zwei Kolleginnen hier stehen, zwei Experten für unser Safety Car. Einmal Irina, herzlich willkommen, und Aileen. Guten Morgen. Morgen. Wir fangen mal an. Erzählt mal so ein bisschen, was war euer Highlight? Fang doch mal an, Aileen. Du stehst ja schon ein paar Tage hier. Sehr gerne. Erstmal herzlich willkommen am Nordeingang der Messegelände Hannover. Wir stehen hier seit Montag und sind tatsächlich heute am Tag 6 angekommen, was kaum zu glauben ist. Wir haben hier echt morgens um 9 Uhr, wenn die Tore da vorne geöffnet werden, es ist Wahnsinn, was hier reinstürmt. Alles straight am Safety Car vorbei. Gerne noch irgendwas kurz mitnehmen, fragen, in welcher Halle sind wir, damit Sie sich auch noch mal genauer informieren können. Das ist tatsächlich so das Spannendste eigentlich am ganzen Tag morgens, die Eröffnung. Schön. Das Auto gucken wir uns gleich noch mal in Ruhe an. Irina, erzähl mal, was ist dein Highlight bisher gewesen? Ja, erstmal herzlich willkommen an alle. Es ist für mich genauso unglaublich viel los. Es ist hier wirklich viel zu erleben am Fahrzeug. Und wir haben aus der Umfrage gesehen, dass einige das Fahrzeug noch nicht kennen. Von daher würde ich sagen, für die alle, die das noch nicht kennen, kommt zum Eingang Nord. Wir haben hier Spezialisten am Auto, dass ihr euch in Ruhe Produkte erklären lassen könnt. Und ihr könnt euch eine Tüte Popcorn abholen und beim Erklären der Produkte sich entspannt die Popcorn-Tüte einfach genießen. Sehr gut, vielen Dank. Ich werde mir gleich auch mal ein Tütchen Popcorn schnappen und das hier auch nochmal ordentlich genießen. Unbedingt. Aber wir steigen erstmal ein. Das Auto, das ist ja vor der Pandemie ins Leben gerufen worden. Wie war denn das? Wie sind wir auf das Auto gekommen? Genau. Meine Kollegen und ich haben relativ lange überlegt, was ist wohl die beste Möglichkeit, dem Kunden Produkte möglichst einfach und schnell erklären zu können. Und da waren wir uns relativ schnell einig, so ein mobiles Konzept ist die beste Möglichkeit dafür. Das heißt, der Kunde kommt nicht zu uns, sondern wir
fahren mit dem Fahrzeug zum Kunden. Wir haben relativ viele Produkte hier im Fahrzeug. Wir können den schnell erreichen, packen die Produkte aus. Wir alle wissen, wie wichtig das ist, wenn man sich für ein Produkt entscheidet, dass man das in der Hand nimmt, sich das ausprobiert, sich überzeugen lässt, wie gut das Produkt ist. Und ja, deswegen haben wir uns für Safety Cars entschieden. Genau, du sagst es schon, Dräger Safety Car. Wie sind wir auf den Namen gekommen? Genau, Dräger macht Technik für das Leben. Und das ist für uns wichtig, dass der Kunde sich mit dem Produkt, was er sich aussucht, einfach wohlfühlt. Egal, ob das ein Helm, ein Pressluftatmer oder ein Gasmessgerät ist, der muss sicher im Einsatz sein. Sicherheit steht bei uns im Vordergrund. Ja, und von daher kam der Name Safety Car, getreu dem Motto, wir schützen dich zu jeder Zeit. Sehr gut. Wir haben ja hier das #2-Auto. Vielleicht kann der Kameramann das mal kurz hier einfangen. Das schließt ja schon darauf, dass es mindestens noch ein weiteres gibt. Gibt es noch mehr Safety Cars? Richtig, Kim, das hast du richtig erkannt. Wir haben bei uns in Deutschland schon 2 Fahrzeuge, die relativ viel im Einsatz und unterwegs sind. Genau, damit haben wir natürlich die Möglichkeit, den Kunden noch schneller zu erreichen bei Bedarf und ihm unsere Produkte zu erklären. Und wir haben tatsächlich noch weitere Fahrzeuge in Europa, die mit dem ähnlichen Konzept ausgestattet sind und die für uns unterwegs sind. Richtig schönes Konzept, und das hat uns auch in der Pandemie ordentlich geholfen, zu den Kunden zu fahren und trotzdem nahbar zu sein. Richtig. Vielen Dank, Irina. Aileen, wollen wir uns mal anschauen, was auf dem Auto so drauf ist? Ich glaube, das interessiert alle brennend, vor allem die, die das Auto noch nicht kennen. Genau. Lass uns mal loslegen. Wir haben tatsächlich auf unserem Auto das ganze Portfolio für Feuerwehren hauptsächlich natürlich ausgelegt. Heißt, wir beginnen hier mit Atemschutz, haben Helme am Auto, wir haben Masken, wir haben, wenn wir hier weiterkommen, kommen wir einmal zum Bereich Pressluftatmer, haben den BG Pro Air, wir haben den Airbus, wenn wir uns gleich nochmal angucken oder nochmal erwähnen. Wir haben weiter eine Wärmebildkamera, die Fire Vista an Bord, und haben hier auf der rechten Seite geht es weiter. Und zwar haben wir hier noch einen Monitor, mit dem wir die 3D-Gaming-Welt zeigen können. Heißt, wir können die Produkte auch zeigen, die zu groß sind, die wir einfach nicht aufs Auto bekommen, und können da einfach mal durch VR-Brillen, wovon wir gleich, glaube ich, auch nochmal sprechen werden, einfach live mal in eine Atemschutzwerkstatt, in Übungsstrecke, in einen Brandcontainer gucken und das auch live erleben und somit den Kunden vor Ort auch zeigen. Mega, spricht ja auch so ein bisschen für die Digitalisierung, da schnacken wir ja heute Mittag nochmal dazu. Genau, spannendes Thema auf jeden Fall. So, wir müssen einmal hier Silas. Wir haben hier, geht es weiter, einmal noch die Messtechnik. Heißt, wir haben auch mobile Gasmesstechnik mit an Bord. Genau, gerne einmal reinfilmen. Wir haben die X-Bot mit dabei, wir haben ein XM8000, XM5000 und Packgeräte. Heißt, wir können auch dem Kunden auch natürlich den Bereich Messtechnik zeigen. Sehr gut. Genau. Wir gehen mal ein Stück weiter nach vorne. Ja. Da wartet Irina schon auf uns. erzähl mal, das Auto ist ja irgendwie ein Publikumsmagnet. Also das sieht man ja, wenn es durch die Straßen fährt. Definitiv. Kannst du dazu zu sagen? Man merkt es tatsächlich morgens schon hier. Die Tore werden geöffnet und es stürmen die Leute einfach aufs Auto. Es ist was Besonderes, es blinkt, es leuchtet blau, es sieht toll aus. Alle gucken, was ist das Safety Car, was macht es? Und darauf sind wir auch super stolz, dass das so ein Hingucker geworden ist. Und so kommt es auch genau bei unseren Kunden an. Schön. Was waren denn so die Highlights? Wir sind ja gerade einmal rumgegangen. Ja. Kannst du so 1-2 Highlights nennen? Natürlich. Die Highlights sind definitiv unsere Neuprodukte. Also gerade der HPS Safeguard ist total im Kurs, wird jedes Mal rausgekommen, gerne mal anprobiert von den Kunden. Außerdem der Airbus natürlich. Jeder Feuerwehrmann möchte mal den Airbus aufprobieren. Wie fühlt es sich an? Und das ist tatsächlich das Highlight am Auto schlechthin. Sehr gut. Cool. Wir haben ja hier auch gerade schon gesehen, hier wird schon fleißig geübt mit der VR-Brille. Das gucke ich mir jetzt mal an. Ich darf mich von euch beiden verabschieden. Vielen Dank. Ich wünsche euch heute noch einen erfolgreichen letzten Messetag. Verteilt schön Popcorn. Holt euch gerne noch mal eine Brille ab, wenn ihr noch keine habt. Und ich gehe mal rüber zu Silas. Danke sehr euch viel Spaß. Beiden. Danke auch. Moin, Silas. Ah. Moin. Ich störe ungern, aber ich würde gerne mal ein bisschen erfahren, was du hier so treibst. Und ich glaube, das interessiert auch unsere Zuschauer sehr. Erzähl mal, wer bist du, was machst du? Stell dich doch mal kurz vor. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Silas Fuchs von der Northvox GmbH. Wir machen virtuelle Trainings für die Feuerwehr unter anderem, aber auch im Bereich Brandschutz. Und freue mich drauf, euch jetzt mal ein bisschen mit da reinzunehmen.
Genau. Aileen hat es ja gerade schon gesagt, wir reden gleich über unsere 3D-Welt, über das Thema Brandcontainer und was es da alles so für Möglichkeiten gibt. Für alle, die die VR noch nicht kennen, was ist das? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, VR ist virtuelle Realität. Ich habe hier ein Headset, das trackt meine Bewegung, sprich überträgt sie in die digitale Welt und ich kann mich dann in der Brille so umgucken wie in der realen Welt auch und fühle mich, als wäre ich an einem ganz anderen Ort, kann auch mit meiner Umwelt interagieren, mit den Controllern, die ich in der Hand habe oder auch mit realen Strahlrohren oder anderen Geräten, die man dann mit Trackern versehen kann und ja, ich transportiere mich virtuell in eine andere Umgebung. Wofür genau kann man denn VR heutzutage schon alles anwenden? Hast du da mal ein paar Beispiele? Ja, also man kann es erstens zur Wissensvermittlung einsetzen, das ist immer sehr gut, also Orts- und Objektkunde zum Beispiel virtuell durch einen digitalen Zwilling beispielsweise durchzulaufen, aber auch Routinetrainings sind natürlich sehr spannend, einfach immer unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Aufgaben lange und wiederholt üben. Du sagtest gerade Training, warum ist es denn so wichtig, bestimmte Szenarien regelmäßig zu trainieren? Ja, Übung macht natürlich den Meister und ich will natürlich, dass meinen Mitarbeitern nichts passiert, dass auch meinem Equipment nichts passiert, dass da keine Fehler passieren und deswegen ist die Ausbildung natürlich ein wichtiger Faktor und da versuchen wir durch virtuelle Realität die Ausbildung einfach zu verbessern. Nochmal vielleicht so die Top 3 Vorteile von VR-Anwendungen. Ja, ich bin zum einen zeit- und ortsunabhängig, Stichwort Lockdown oder Quarantäne. Ich kann auch die Trainings so oft, wie ich möchte, wiederholen. Also ich drücke einfach auf Reset und habe das gleiche Training genauso nochmal und kann wirklich wiederholt immer und immer wieder den Ernstfall üben. Und der wichtigste Vorteil vielleicht gerade für die Feuerwehr, ich gefährde niemanden. Ich habe eine ganz andere Fehlerkultur. Ich kann einfach Sachen auch mal bewusst falsch machen, um zu sehen, was passiert und bringe niemanden in Gefahr. Und wenn man dann im Einsatz ist, dann ist man optimal vorbereitet. Sehr gut. Ich würde sagen, das klingt so spannend, dieses ganze Thema rund um VR-Ausbildung. Wir schauen uns mal ein kurzes Video an und dazu sage ich Film ab. Ja, wir haben gerade ein Video zum Brandcontainer gesehen. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar Ergänzungen geben. Ja, gerne. Also Ziel war einfach, sich durch den virtuellen Brandcontainer einmal durchzubewegen und den Input zu bekommen über die unterschiedlichen Videos, die da verortet sind. Da haben wir einfach 360-Grad-Aufnahmen gemacht, sodass man dann, wenn man mit den Leuten in den realen Brandcontainer geht, vorbereitet ist. Ich komme natürlich mit dem VR-Training nicht um den Brandcontainer drumherum. Das ist gar nicht das Ziel. Wir wollen die Ausbildung natürlich nicht ersetzen. Wir wollen sie vorbereiten und ergänzen. Und da ist der Brandcontainer ein Projekt, was wir mit euch machen. Sehr gut. Genau. Da würde mich mal von euch interessieren, alle die zuschauen, was möchtet ihr denn zukünftig mal für Szenarien in VR trainieren? Vielleicht schreibt ihr uns das einfach mal in den Chat, gibt ein kurzes Feedback und wir sammeln das dann ein und teilen das dann natürlich auch sehr gerne mit Silas, dass wir uns auch stetig weiterentwickeln können in die Richtung. Wir kommen nochmal zur 3D-Welt. Aileen hat es vorhin gesagt, wir haben hier eine komplette digitalisierte Feuerwache mit auf dem Auto. Das heißt, alle riesengroßen Produkte von uns sind hier trotzdem mit am Start. Wir schauen uns auch nochmal dazu ein Video an. Mhm. Film ab! In Hannover einmal digitalisiert auf Basis von 3D-Zeichnungen
und haben da unterschiedliche Produkte von euch verortet, dass man die mal im Kontext sieht, dass man sieht, wie werden die denn eingesetzt. Also Atemschutzwerkstatt, Schwarz-Weiß-Trennung und so weiter. Das Ganze kann man entweder in der Übersicht sich anschauen oder natürlich auch in der dritten Person mit so einem virtuellen Avatar durchlaufen, die unterschiedliche Schutzausrüstung anziehen und so weiter. Und auch Produkte von euch dann in einem virtuellen Produktkatalog sich anschauen mit 3D-Modellen, die sich drehen. Okay. Oh, Silas, hier ist so viel los. Ich komme hier gar nicht gegen an. Hier ist gerade auch noch ordentlich Stimmung im Hintergrund. Also ihr merkt, die Interschutz ist auch noch am Samstag mega gut besucht. Wer noch Lust hat, vorbeizukommen, wir sind noch bis 18 Uhr hier am Start. Also schaut gerne vorbei, holt euch Popcorn ab, probiert unsere 3D-Welt aus. Das ist alles kein Problem. Und für alle, die zu Hause sich das Ganze nochmal anschauen wollen oder mal ein Training in VR buchen möchten, können das einfach über unsere Website tun. Dafür blenden wir jetzt nochmal einen kurzen QR-Code ein. Da könnt ihr das Ganze einmal scannen und euch das genauer anschauen. Und ich würde sagen, wir sind soweit durch. Ich wünsche euch noch eine schöne, erfolgreiche Interschutz. Hier geht es nämlich jetzt direkt los mit dem Motorradkorso, den wir vielleicht mal kurz mit der Kamera einfangen können. Also wie ihr seht, hier unten ist ordentlich Stimmung und deswegen, Werner, schnacken wir nicht lang, wir geben direkt zurück ins Studio. Ja, herzlichen Dank und alle vor Ort, ganz spannend. Schön zu sehen, dass das Safety Car draußen auf der einen Seite schon bekannt ist, auf der anderen Seite gibt es aber doch noch ganz viele, die das Safety Car kennenlernen sollten oder vielleicht sogar müssen. Ja, die 13. Ausgabe der Mission Safety Digital auf der Interschutz Live hier vom Messegelände in Hannover geht's zu Ende. Ich darf hier im Studio Nele und Timo herzlichen Dank sagen. Schön, dass ihr heute Morgen dabei wart. Ich weiß, was ihr gleich macht. Ihr tigert wieder rum und sammelt fleißig weiter ein. Nele, wir werden uns nachher nochmal wiedersehen, ja. Auch heute Nachmittag. Wir sind gespannt, was ihr für weitere Infos sammelt. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, danke, dass ihr dabei wart. Der Stream wird, wie gesagt, wieder gespeichert und ihr könnt im Nachgang den A gerne selber ansehen oder weiterleiten. Und für die, die, sagen wir mal, im näheren Umfeld von Hannover jetzt noch zuschauen, kommt vorbei. Wir haben auch auf unserem Trägerstand in Halle 27 mit Sicherheit die eine oder andere Kapazität noch mit euch über spannende Feuerwehrthemen zu sprechen. Was haben wir weiter vor? Wir werden um 12.30 Uhr das Thema Digitalisierung haben. Und Nele, ich freue mich auch da schon wieder. Wir werden das Thema Digitalisierung mal ein bisschen erweitern und auch über die Kommunikation sprechen. Von daher, herzlichste Einladung, 12.30 Uhr geht die 14. Ausgabe an den Start hier und alle Sessions habe ich bisher gleich geschlossen, das werde ich auch heute tun, passt auf euch auf.